VfB goes USA. Unser VfB ist in den USA am Start auf Geschäftsreise sozusagen. Und wir machen hier mit einem Blitzturnier im E-Sport-Style das ganze Ding rund. Ich darf hier erstmal begrüßen. Ich roll mal kurz aus dem Bild. Das sind hier nämlich erstmal der Schippo. Sven Schiplock ist dabei. Direkt einen Sprachfehler eingebaut in deinen Namen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Gerne. Da haben wir hier den Pari auf jeden Fall mit am Start bei uns. Dann ist auch noch der Patrick dabei und den kennt ihr natürlich auch alle. Ich grüße euch. Nick Lugi, Niklas Lugi ins Land. Grüß euch. Erstmal schön, dass ihr da seid, dass ihr am Start seid. Sven, du kickst in der zweiten Mannschaft, bist deswegen nicht in den USA mit dabei. Hättest du Bock auf so eine Geschäftsreise oder? Ja? Ja, ich reise allgemein gern und deswegen hat mir das früher auch mal Spaß gemacht, so Reisen, große Reisen zu machen und USA. Ich bin eh ein Fan von den USA. Ja. Niki, warst du schon mal in den USA? Ich war einmal, und zwar nach meinem Bachelorstudium mit meinen Studienkollegen, haben wir die Abschlussreise dorthin gemacht, nach Las Vegas. Aber. Oh. Also nicht nach Texas, aber USA einmal, war cool, war auf jeden Fall cool. Auf jeden Fall. Der VfB gerade in Texas, Niklas hat es gesagt, da geht es dann in Austin gegen den ersten FC Köln im Q2-Stadium. Und wenn ihr euch wundert, rechts oben, das sind die Kollegen aus der USA oder aus den USA, die uns dort zugeschaltet sind. Das sind die Legenden, die hier und heute mitzocken werden. Da ist Ricardo Osorio und auch Kakao, beides deutsche Meister von 2007 mit dem VfB, die heute die Controller schwingen werden. Ganz interessant, heute wird zweimal im Halbfinale und einmal im Finale gezockt. Deutschland gegen USA jeweils. Niklas mit einem der beiden aus dem Talents-Team. Und Sven natürlich mit dem anderen aus dem Talents-Team. Jeweils im Halbfinale dann gegen Kakao und einen Fan aus den USA. Und gegen Ricardo Osorio und einen Fan aus den USA. Wir spielen heute im 95er-Modus, VfB gegen VfB. Und wollen dann natürlich sehen, wer besser ist. Lass uns ein bisschen über die Virtual Bundesliga quatschen, Niklas, bevor wir loslegen. Wir legen so in ungefähr 7 Minuten mit dem ersten Spiel los. Entsprechend haben wir noch ein bisschen Zeit, darüber zu sprechen. Es war der Start in die Virtual Bundesliga. Der VfB ist wieder mit dabei nach 2 Jahren Abstinenz, was ja richtig cool ist erstmal. Ein super Zeichen. Wie hast du den Start wahrgenommen in die Bundesliga? Naja, also natürlich freue ich mich erstmal, dass der VfB zurück ist. Und ich glaube, wir werden auch dieses Jahr eine super Runde spielen. Ich bin immer noch, also bin sehr, sehr optimistisch. Der Start, den haben wir uns anders vorgestellt, so ehrlich muss man sein. Haben jetzt aus beiden Spieltagen gegen Fürth und Nürnberg leider nur einen Punkt mitgenommen. Und ja, jetzt geht's morgen weiter gegen Hoffenheim und gegen Frankfurt. Und ja, da wollen wir natürlich dann den ersten Dreier einfahren. Ja, morgen 15.30 Uhr, das ist schon mal der erste Programmhinweis für euch. VfB eSports ist der Kanal, dort einschalten und dann geht's morgen da gegen Frankfurt. Nick ist mit dabei, wird das Ganze kommentieren für euch und dann spielen, glaube ich, Danny und Burak weiterhin, oder? Genau, Danny und Burak sind morgen im Einsatz. Es wird dann auch so wie heute quasi im 2 gegen 2 Modus gespielt und aber auch das zweite und das dritte Spiel vom Spieltag sind dann immer die Einzelspiele. Morgen auf jeden Fall VfB eSports, du hast schon gesagt, auf Twitch. Und wir haben sogar um 18.30 Uhr, morgen wird dann live von der virtuellen Bundesliga als Featured Match, quasi der Highlight des Spieltags, sind wir morgen, da haben wir schon richtig Bock drauf. Und dann wird es auch hoffentlich was mit einem Dreier gegen Hoffenheim. Ja, also, Niki ist heiß, auf heute Abend glaube ich auch. Auf jeden Fall. Wir wollen hier die Punkte in Deutschland behalten gegen die US-Konkurrenz, oder? Ja, ja, definitiv. Wir haben gerade schon, wir können es alle da nicht einschätzen, wie oft der Ricardo und der Tatau eigentlich FIFA spielen. Also ist für uns auch so ein bisschen eine Wundertüte. Aber ich glaube, wir haben uns hier alle im Raum was vorgenommen und wollen ins Finale einziehen. Ja. Niklas, also der Kapitän der einen Mannschaft, Schippo, der Kapitän der anderen Mannschaft. Du wirst die andere Mannschaft anführen hier im 2 gegen 2. Spielst du überhaupt FIFA oder bist du nur mit dem Ball am Fuß gut? Früher habe ich sehr, sehr viel gespielt. Mittlerweile mit der Geburt meines Sohnes ist es weniger geworden, fast gar nicht mehr. Aber die Basics kann ich natürlich an der Konsole. Ja, die Basics, auf die wird es heute Minimum ankommen. Mal gucken, was Kakao und Osorio drüben können über dem großen Teich. Kann man als Fußballer besser FIFA spielen als Nicht-Fußballer? Nee, ich glaube, das sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Ich glaube, die Jungs, wo richtig gut an der Konsole sind, die haben es vielleicht nicht so gut am Fuß. Aber ich glaube,
als Fußballer hat man keinen Vorteil bei FIFA, auf gar keinen Fall. Auch nicht in der Mustererkennung, dass du zum Beispiel siehst, wo muss ich in die Lücken reinspielen, in der Viererkette oder so, du als Stürmer vor allem? Nee, ich glaube, vor allem, weil du das als Spieler auf dem Feld eh anders siehst, wie an der Konsole. Ich glaube, die Jungs, die stehen da den Profis nichts nach. Mit dem wollen wir natürlich auch quatschen. Ihr zwei habt euch qualifiziert in der Klatsch 23. Das ist ja unsere Talentschmiede quasi. Wir setzen dort beim VfB auf Jung und Wild natürlich, wollen dort Talente entwickeln. Ihr seid zwei davon, die sich dort durchgezockt haben. Wie seid ihr denn drauf gekommen, überhaupt FIFA zu zocken? Wie hat es bei dir angefangen, Pari? Also bei mir hat es damals angefangen durch Kollegen. Die haben immer zusammen gespielt, immer Turniere untereinander gemacht. Da bin ich mal eingestiegen und so hat es mir dann gefallen. Und dann immer weiter und weiter und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, okay, jetzt könnte es mal was werden. Ich habe mich immer verbessert und dann hat es mal losgelegt. Und ja. Seit jetzt, seit mittlerweile 7 Jahren, spiele ich an der Konsole. Sehr gut. Patrick, wie oft spielst du in der Woche? Ich spiele wahrscheinlich jeden Tag, ja, die ganze Zeit auf FIFA. Ich muss ehrlich sagen, ich bin absolut Suchti da drin, aber ja, deshalb würde ich auch sagen, habe ich es auch verdient, jetzt mal so langsam auch mal nach oben zu kommen. Ich spiele echt seit 2-3 Jahren durch auf Top-Niveau. Ich spiele gegen E-Sportler, Elite Division, alle möglichen. Darum hoffe ich mir ehrlich jetzt so langsam mal einen Schritt nach oben zu wagen. Sehr gut. Heute im Team mit Nick Lugi ist er für manche echt ein Idol. Ja? Also ein riesen Internetphänomen. Er lacht, aber es ist tatsächlich so. Über 500.000 Follower über alle Plattformen, die er hat. Was bedeutet es dir, mit so einem Promi zu spielen? Hey, für sowas erlebt man ja nicht jeden Tag. Man muss ehrlich sagen, ich habe ja auch nicht viel mit was weiß ich Social Media zu tun gehabt und heute Nick Lugi an meiner Seite zu haben, bin ich mal gespannt. Und bin ich mal gespannt, was wir heute abliefern können. Ja, Weltklasse. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Wir werden dann in den nächsten 3 Minuten das erste Spiel starten. Das wird dann aber mit Schippo und Pari dann losgehen. Wird dann gegen Kakao und Andrej Rajcic gehen. Das ist auf jeden Fall auch ein gutes Duell. Ich bin sehr gespannt. Wir wissen überhaupt nicht, was auf uns zukommt. Aber wir können mal ganz kurz über die Regeln sprechen. Wir spielen 2x6 Minuten, also pro Halbzeit sind 6 Minuten. Wir spielen im 95er-Modus mit dem VfB. Nick, sag doch mal, was ist der 95er-Modus für Leute, die noch nie FIFA gesehen haben? Also im 95er-Modus ist es so, da kannst du dir jetzt als Team VfB nehmen und könntest dir Bayern oder Madrid nehmen, aber die Werte der Spieler sind gleich. Also es kommt nur auf die Person am Controller drauf an. Das heißt, du hast Chancengleichheit, egal welches Team du dir auswählst. Da gibt es noch so ein paar Unterschiede. Natürlich hat dann ein Verteidiger höhere Defensivwerte, ein Stürmer eher gute Schuss- und Abschlusswerte, aber auf den Positionen ist quasi jeder Spieler gleich bewertet. Super. Wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet, vielleicht zum ersten Mal FIFA seht oder vielleicht hier Schippo oder Niklas oder auch die anderen beiden was fragen wollt, schreibt das gerne in den Chat. Wir behalten das im Auge und versuchen dann da auf eure Fragen regelmäßig auch einzugehen. 95er-Modus hat Niklas gerade schon erzählt. Wir spielen natürlich 90 Minuten. Wer gewinnt, ist im Finale. Wer verliert, ist ausgeschieden. Es gibt nicht mal ein Spiel um Platz 3. Also es könnte sein, dass ihr hier nach einem Spiel schon fertig habt, quasi am Samstagabend Feierabend habt. Das wollen wir natürlich nicht hoffen. Bei Unentschieden übrigens, da wird ein neues Spiel gestartet, wie der VfB gegen VfB. Ab dann gilt der Golden Goal-Modus. Richtig. Also das mal so zur Grundlage. Dann würde ich sagen, wir können mal so langsam uns an die Controller ranwagen, die beiden, die spielen. Schippo und Pari, macht's euch mal gemütlich, richtet euch mal ein. Könnt dann da mal den Gegner einladen. Wie gesagt, rechts oben seht ihr, da sind die Gegner aus den USA, die uns da live zugeschaltet sind. Und dann wechseln wir mal noch kurz das Mikro für euch. Und werden dann ab jetzt hier richtig loslegen in den nächsten Minuten. Wir hoffen dann, dass die Kollegen in den USA auch bereit sind. Und dann können wir auch losstarten. So ist es. Ich werde das Ganze hier für euch kommentieren. Werde auch die mitnehmen, die noch nicht ganz so oft FIFA gesehen haben. Wir sind ja hier auf dem Hauptkanal beim VfB. Das ist natürlich was Besonderes für uns, dass wir dort sein dürfen. Und deshalb auch nochmal an der Stelle der Hinweis, morgen einzuschalten. 15:30 geht es in der Virtual Bundesliga weiter. Die ersten beiden Spieltage gegen Fürth und Nürnberg sind eher semi gelaufen. Nur ein Punkt aus 2 Spielen. Könnte also da morgen die Initialzündung für den Rest der Saison passieren. Der Knoten, der wird dann sicher oder hoffentlich zumindest
morgen aufgehen. Virtual Bundesliga wird aus 29 Mannschaften aus der ersten und zweiten Bundesliga gespielt. Es gibt zwei Divisionen. Die Division Südost und die Division Nordwest. Der VfB ist in der Division Südost mit den beiden deutschen Meistern der vergangenen beiden Jahre. Das wurde Heidenheim und Leipzig. Also keine ganz einfache Gruppe. Aber da muss man sich natürlich durchsetzen. Der VfB nach zweijähriger Abstinenz in der Virtual Bundesliga endlich wieder mit dabei, endlich wieder auf dem virtuellen Rasen vertreten. Und entsprechend werden wir dann dort, glaube ich, eine ganz erfolgreiche Saison spielen. Wir hoffen auf jeden Fall drauf. Man muss unter die ersten Mannschaften kommen, um sich dann dafür die Playoffs zu qualifizieren. Das ist auf jeden Fall das große Ziel, mit dem der VfB reingeht in die Saison. Bisher, wie gesagt, ist es noch nicht ganz rund gelaufen, aber sind auch erst zwei Spieltage gespielt. Es folgen noch viele weitere, um dann dort die volle Leistung abzurufen. So, die Kollegen drüben stellen noch ein. Wir haben, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung, welches Niveau uns dort erwartet. Hier auf jeden Fall sind es Schippo und Bari. Die können es. Also wir haben vorhin schon mal gesehen, die haben sich da warm gezockt und das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Bei Kakao sind wir uns nicht ganz sicher, wie oft der schon den Controller geschwungen hat. Da hatten wir keine Zeit mehr zum Nachfragen. André Rajcic, US-Fan des VfB, der kann, glaube ich, was am Controller. Also gehen wir rein ins Geschehen. Der VfB aus Deutschland gespielt in den weißen Trikots. Mit dem roten Brustring. Und die Gegner in den anderen Trikots, in den roten. Da gibt's schon mal den ersten Check. Also. Blitztor, zweite Minute. Den Ball noch nicht einmal berührt. Die Gegner haben die gemerkt, aus den geht? USA. Ich weiß auch nicht haben genau. Die Controller schon in der Hand. Es sieht auf jeden Fall so aus. Oben in der Facecam aus den USA, dass die den Controller schon in der Hand haben. Bittere Grätsche da schon mal angesetzt. Also, zweite Minute ist im E-Sports doch sehr selten, dass man das sieht, dass das Tor da fällt. Also, wir haben hier auf jeden Fall schon mal Spaß. Das ist hier purer Spaß. Das ist sehr gut. Der VfB aktuell ja mit den Profis auf USA-Reise. Alle, die nicht bei der WM mit dabei sind, sind rübergeflogen in Texas mit dabei. Heute Abend 22 Uhr. Könnt ihr übrigens das Spiel sehen. Live auf The Zone und auf Sky wird das Ganze übertragen aus dem Q2 Stadium in Austin, Texas. Ist die Heimat des Austin Football Club. Jetzt sind sie ja defensiv mal gefordert. Entschärfen das Ganze aber ganz gut. So, für alle, die jetzt noch nie FIFA gesehen haben. Es ist möglich, zwischen den beiden Spielern hin und her zu wechseln. Es ist möglich, verschiedene Spieler zu spielen. Wenn man flankt, dann kommt er meistens beim Mitspieler an. Und ihr seht das an diesen roten und lilanen Icons über den Spielern drüber, dass die von verschiedenen gespielt werden. Das ist klasse, legt den rüber. Das ist super uneigennützig. Das sind da zwei echte Stürmer, die da miteinander spielen. Ja, knallt hier das Ding rein. Die Freude ist groß. 15. Minute. Das 2:0. Wie gesagt, das hier ist das Halbfinale. Nummer 1, Halbfinale Nummer 2 wird dann gleich gespielt. Das Zusammenspiel läuft aber hier auch wie geschnitten Brot bei uns in Deutschland. Das ist das 3:0. Für Schippo und Pari. Wir werden sehen, wer sich dann da in Halbfinale Nummer 2 qualifizieren kann. Für alle Interessierten übrigens, ihr könnt beim VfB ins Talents-Team kommen, wenn ihr Donnerstagabend bei den freien Veranstaltungen in der Gaming-Bar Klatsch 23 mitspielt in Fellbach. Könnt dann einfach hinkommen, mitzocken und euch über Leistung qualifizieren. Haben die beiden Jungs hier, die heute neben Schippo und
Niklas spielen ebenfalls getan. Das seht ihr dann, glaube ich, auch hier bei der Art und Weise, wie sie spielen. Das ist das 4-0 in der 21. Läuft. Anders kann man das nicht sagen. Wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet, immer gerne rein in den Chat. Dann können wir die für euch beantworten. Welcher Platz ist der VfB gerade in der Virtual Bundesliga? Fragt die Augenkatze. Ich kann es aktuell gar nicht ganz genau sagen. Also die perfekte Platzierung kann ich dir gar nicht sagen, die ganz genaue. Aber nach einem Punkt, nach zwei Spieltagen, ist das sowieso noch nicht endgültig zu bewerten. Also von daher, die Virtual Bundesliga gerade erst losgegangen. Und der VfB ganz frisch reingestartet. Also da kann man noch nicht wirklich was sagen. Man muss da so ein paar Spiele abwarten. Und dann kann man da mehr sagen. Nächste herausragend gut kreierte Chance. Und die nächste Bude, das 5-0. Also das ist schon ein deutlicheres Ding. Kakao war halt auch immer ein guter Stürmer. Das ist natürlich auch klar. Da werden wir bestimmt noch das ein oder andere Türchen von ihm nachher sehen. Hoffen wir zumindest drauf. Kakao ja mittlerweile Markenbotschafter des VfB. Deswegen auch mit dabei in den USA. Das ist mal ganz gut wegverteidigt. Halbes Stündchen ist jetzt rum. Mittlerweile sollten wir schon relativ weit in der Entscheidungsfindung gekommen sein. 5 Tore, bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das hier nochmal spannend wird. Deko fragt, auf welchem Sender kann man das nachher sehen? Bei The Zone und bei Sky läuft das Spiel gegen den FC ab 22 Uhr. Auch deswegen sind wir hier für euch da, ein bisschen früher schon euch Entertainment liefern, euch ein bisschen mit unserem E-Sports-Team vertraut machen. Und mit diesem Thema, das es jetzt beim VfB auch wieder gibt. Was haben Sie jetzt hier herausgefunden? Da ist mir der Luftverlänger her. Ah, das ist mal ein guter Ball. Und dann zappelt der nächste im Netz. Das ist das 6-0. Die beiden, die spielen sich hier warm fürs Finale. 5 Minuten noch, dann ist erst Halbzeitpause. Könnte auch zweistellig werden hier. Mal gucken. Ich als Sportler tue mir da ganz schwer. Zu 0 ziehe die Schwenken am besten. Da wäre es fast gewesen. Da wäre es fast gewesen. Aber ich glaube, ihr hört es ja auch am Kichern im Hintergrund. Sven hat richtig Spaß hier. Also wir sind hier gut drauf auf jeden Fall. Es ist ein guter Tag für den VfB eSports. Zumindest der, der in Deutschland sitzt. Der gute Holger zeigt da auch mal in der Aufnahme, wie es drüben in den USA aussieht, live. Aktueller Spielstand 6-0 zur Pause. Das sind die beiden Kontrahenten, die da aktuell spielen. Übrigens sind die in einer Sportbar, in der Points Bet Sports Bar in Austin, die sich direkt im Q2 Stadium befindet. Im 20. Stock, wenn ich das richtig rausgelesen habe. Also scheinen gut drauf zu sein. Scheint gut zu laufen. Vielleicht gucken Sie jetzt mal. Das hier ist die Sportbar, da sehen wir es. Das ist das Spiel, das wir gerade eben zocken. Sie wechseln den Controller. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt ein Geheimtrick wird oder so. Claudia, komm, hey. Claudia. Die tauschen die Seite. Ja, Claudia, da versucht alles. Ja, Claudia. Hey. Glaube ich doch gar nicht. Was war denn das jetzt? Warte.
Also, Halbzeit 2 beginnt. Die in Deutschland spielenden Jungs vom VfB in den weißen Trikots und dem roten Brustring von rechts nach links. In den Auswärtstrikots. Die Jungs vom VfB, die auch auswärts sind aktuell in Austin, Texas, auf der großen USA-Reise. Das ist natürlich ungünstig, den Ball da zu verlieren. Castanaras, den dann da aber erstmal auf der Strecke liegen lässt. Aber es geht offensiv weiter, die Spiellust ungebrochen. Das ist eine klasse Flanke, vor allem in der Vorbereitung. Hinten Timing nicht ganz optimal. Aber es ist weiterhin die pure Dominanz, die hier aus Stuttgart nach Austin rüberschwappt. Läuft mal jetzt das Bällchen auch bei den Jungs aus Austin. Bis dann der Ballverlust passiert. 10 Minuten rum seit der Pause. Noch ist kein Tor gefallen, was bei dem Spielstand von 6:0 doch überraschen könnte. Wurde hier ein Gang zurückgeschaltet? Das ist die Frage. Kräfte werden geschont fürs Finale. Kräfte werden geschont fürs Finale, sehr gut. Schippo weiß, wie man sich's einteilt. Übrigens morgen mit dem VfB 2 im Heimspiel aktiv. Die Regionalliga Südwest läuft ja weiter, auch während der WM. Gibt da nicht ganz so viele Nationalspieler, glaube ich. Also zumindest keine A-Nationalspieler in der Regionalliga Südwest. Außer Schippo macht es vielleicht nochmal bei Hansi Flick. Ich weiß nicht genau. Könnte noch passieren, oder? Auf deine alten Tage. Ich will lieber Urlaub. Lieber Urlaub. Lieber Urlaub als WM. Sehr gut. Lieber USA-Reise. Letzte halbe Stunde ist angebrochen. Also es sieht so aus, als würden Kakao und André drüben so langsam zusammenfinden. Das läuft so ein bisschen besser als in Halbzeit 1. Da wurden sie schon mit einem ganz großen Eimer kaltem Wasser überschüttet. Und den Jungs hier, die es einfach auch klasse spielen. Also das flutscht hier. Die haben noch nie zusammengespielt. Das will ich nochmal festhalten. Aber das sind, glaube ich, zwei geborene Stürmer, die nicht ganz so viel Wert drauf legen, die Kisten selbst zu machen, sondern auch mal gerne rüberlegen für den Kollegen. Macht das mehr Spaß, Schippo, den Ball rüberzulegen und der Kollege macht ihn, oder macht es selber Tore schießen mehr Spaß? Ich bin ein klassischer Querspieler, ja, vorm Tor, ja. Klassischer Querspieler. Der Querspieler. Den baue ich ab jetzt auch in meinen Fußballkommentar mit ein, den Querspieler im Sturm, sehr gut. Das ist eine Wortneuschöpfung für uns Fußballkommentatoren. Klasse Ball da, kein Abseits. Und jetzt läuft er 1 gegen 0. Und streicht noch eine dicke Portion Sahne mit drauf auf dieses Kuchenstück hier. 8-0. Richtig lecker, was die Jungs hier performen. Ob sie es auf zweistellig stellen, schauen wir mal. Das ist das 9. Wieder kein Abseits. Jetzt geht's aber hier doch. Recht hurtig. Jetzt die ersten Wechsel. Vielleicht ändert es ja nochmal was. Überragend. Also die Leistung hier. Ungebrochen stark. Wann fängt das Spiel auf Sky nochmal an? 22 Uhr. Liebe Ohren-Augen-Katze, 22 Uhr unserer Zeit. Aber die kriegen es immer hin. Guck, ja, ich laufe mit Absicht nochmal hinten rein da. Gibt es schon mal ein paar Herzchen im Chat für Kakao und hier, ui, Kakao macht die Kiste nicht. Rotes Time-Finish, schade. Bin auch mal gespannt drauf, inwiefern Ricardo Osorio dann da eins draufsetzen kann
Vielleicht laufen in den USA auch schon die Wetten. Wer gewinnt, wer höher gewinnt, wer niedriger gewinnt. Gutes Tackling. Hier haben wir übrigens im Hintergrund auch Nick Lugi da am Analysieren. Auch nice. Wir haben hier natürlich den absoluten Boss mit dabei, was die Analyse angeht. Der Ehrentreffer will noch nicht fallen. Und jetzt rollt der Konter. Ah. Die letzten Minuten in diesem ersten Halbfinale laufen. Es sieht so aus, als würde Team Deutschland weiterkommen, das hier mit dem VfB in Weiß antritt. Also Schippo und Pari, die dann auch im Finale stehen. Gegen wen, das werden wir noch direkt im Anschluss ermitteln. Denn Ricardo Osorio und Felix Mühlhäuser werden nämlich gleich in Texas die Controller übernehmen. Dann hier gegen Niki und Patrick antreten. Und dann werden wir gucken, ob es dann im zweiten Halbfinale vielleicht ein bisschen spannender wird oder ob wir hier zu viert nachher das Ding hier austragen. Hier bei uns im Gaming Room. Vielleicht jetzt nochmal. Ah! Der Ehrentreffer bleibt verwehrt. Wir haben alles dafür getan. Und damit ist Schluss, ist offiziell. Ja, GG in die USA, 9-0 der Spielstand. Schippo, der erstmal feiert, dass er gegen Kakao gewonnen hat. Grüße gehen raus auf jeden Fall an Kakao und Andrei Rajcic. Danke fürs Mitmachen. Das ist das Halbfinale aus für die drüben. Und jetzt würde ich sagen, wir connecten uns gleich mit den neuen Spielern. Wenn die Kamera da vorne einstellt, dann weiß ich, dass ich tiefer. Achso. Alles. An alles gedacht, ne? So, und wir starten dann auch gleich ins zweite Halbfinale rein. Also, wir haben jetzt schon mal von Melly Martinez erste Anfeuerungsrufe für Felix. Das ist der Spieler, der mit in den USA dabei ist. Oh, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Also, da gibt's schon mal auf jeden Fall eine Connection hin. Das ist sehr gut. Wir gucken mal kurz. Der VfB, weil die Augen-Ohren-Katze da häufiger nachgefragt hat, aktuell auf Platz 9 in der Tabelle. Der Virtual Bundesliga, Platz 9, also der VfB dort. So, taktisch alles ausgeglichen lassen, oder? Ja, direkte Pässe. Also. Punktgleich mit Frankfurt, gegen die es dann morgen ab 15.30 Uhr geht. Da gerne einschalten beim Kanal des VfB eSports auf Twitch. Sollen wir hier das Mikro einstellen? Kannst du lassen. Einladung ist auf jeden Fall raus. Also die Einladung ist raus. Wir warten jetzt noch auf die Konkurrenz in den USA, dass wir dann da gleich weiterspielen können. Osorio, Ricardo Osorio, auch er deutscher Meister mit dem VfB, 2007 geworden. Mexikaner. Und der zusammen mit Felix Mühlhäuser. Das ist einer der deutschen Fans, die mitgereist sind in die USA. Gibt da ja ein paar, die da die lange Reise auf sich genommen haben. Und sieht so aus, als würde da Felix auch so ein paar mitbringen im Chat. Mühli, du Maschine, schreibt hier nämlich der Mo. Auch das ganz nice. Also die haben da auch ihre Supporter.
Also die Drähte zwischen Stuttgart und Austin laufen heiß. Wir sind gerade dabei, Halbfinale Nummer 2 zu verbinden. Und da können wir dann auch reingehen. Wir werden natürlich jetzt ganz genau beobachten, ob wir hier ein innerdeutsches VfB-Duell im Finale haben werden oder ob es dann gegen Ricardo Osorio und Felix Mühlhäuser geht. Dürfen wir gespannt sein. Ja, während wir warten, können wir aufs andere Mikro kurz rüber switchen. Kurz auf die Kollegen in Austin warten, wird dann aber bestimmt auch gleich vorangehen. Niklas, was ist wichtig in FIFA? Was, wenn irgendjemand jetzt einschaltet und sagt, ich gucke zum ersten Mal FIFA, was ist aus deiner Sicht wichtig erstmal zu wissen? Also ich glaube, spielerisch hat man gesehen, dass man vor allem erstmal so die Basics in der Defensive lernen sollte, weil ihr habt ja gesehen, also 9-0, wie schnell man doch irgendwie ausgespielt oder ausgekontert werden kann, das stellen sich viele, glaube ich, ein bisschen einfacher vor, wie es in der Realität dann ist. Und was ganz cool ist, finde ich, gerade wenn man so im 2 gegen 2 spielt, ist tatsächlich doch, dass man einfach viel mit dem Mitspieler spielen muss. Also annehmen, passen, weiter, also nicht so irgendwie eine One-Man-Show daraus machen und dann probieren, da alle auszudribbeln. Das funktioniert in FIFA dann ähnlich wie auf dem echten Rasen dann irgendwie auch nicht so gut, ja, finde ich. Hinweis für dich, ja, also, ja, um zusammenzuspielen. Kein Ego-Gezocke, hat man gerade auch bei den, ja, genau, Jungs gesehen. Ja, genau, das wollte ich Bezug nehmen. Die haben die Tore so toll rausgespielt, mit Querläden, mit Flanken, also da war alles dabei. Ja, Niki, dein absoluter Herzensverein, den trägst du auf der Brust. Was bedeutet es für dich, beim VfB mit dabei zu sein, im E-Sports-Team? Ja, ist für mich schon ziemlich cool, weil ich bin jetzt seit 2004, also seit dem 8. Lebensjahr, Mitglied beim VfB. Ich war schon damals, weiß ich noch, 2002 damals in der Champions League noch dabei. Also das ist echt eine lange Geschichte und dann jetzt so, ja, einfach auch regional seinen Verein repräsentieren zu dürfen und auch als offizieller Vertreter, das ist echt ziemlich cool, muss man sagen. Definitiv. Ja. Du bist jetzt Content Creator. Was, ja, ist deine genaue Aufgabe? Was können sich da die Fans darunter vorstellen? Also meine Aufgabe ist es halt eben ganz viel coolen, unterhaltsamen, emotionalen Content rund um unser E-Sports-Team zu machen. Auch die Verknüpfung ein bisschen zwischen dem, sag ich mal, echten Fußball und dem virtuellen Fußball zu suchen, weil ja doch einfach immer alles digitale wird, vor allem die jungen Zielgruppen sitzen ja, ganz viel auf den Social-Media-Kanälen und da kriegen die dann halt von mir, ja, doch, glaube ich, ziemlich viel mit und kriegen auch einen ganz coolen Einblick in die tägliche Arbeit, wo wir hier mit unseren E-Sportlern machen. Ja, sehr cool.
So, wir sind wieder zurück. Wir sind wieder zurück und hatten technische Probleme, weil die Verbindung einfach zwischen Deutschland und USA echt weit ist. Ich glaube, das war nicht das Problem. Aber wir hatten technische Probleme, konnten uns gegenseitig nicht einladen. Macht aber erstmal nichts, denn wir spielen dann hier unser innerdeutsches Finale zwischen Sven und Pari und Niki und Patrick. Werden wir jetzt hier auflaufen. Ich würde sagen, ihr könnt beginnen. Ihr könnt euch die Controller schnappen. Und seid Niklas, dann seid ihr in den weißen Trikots unterwegs, dann können wir es wenigstens unterscheiden. Ja. Auch für die Zuschauer zu Hause. Also Niki und Patrick in den weißen Trikots gegen Sven und Pari in den dunklen Trikots. Technisches Problem, Fans wollen Fotos mit Kakao und Osorio, schreibt Open Minded. Ja, auch das ist sicherlich ein Faktor. Die beiden drüben natürlich als Botschafter des VfBs unterwegs. Und da ist dann klar, dass da auch ein paar von den deutschen Meistern von 2007 auch Fotos machen wollen. Wir zocken hier für uns jetzt das große Finale. Eine von beiden Mannschaften wird es richten. Wir haben hier jeweils zwei Academy-Spieler in jedem Team mit dabei. Einer spielt mit Niki, der andere mit Schippo. Und dürfen in dem Zug darauf hinweisen, dass in weniger als einer Stunde das Spiel des VfB in den USA beginnt. Gegen den 1. FC Köln wird live gezeigt ab 22 Uhr bei Sky und The Zone. Schaltet da gerne ein und supportet unseren VfB. Wir sind hier noch in den taktischen Einstellungen. Das Spiel, das wir gesehen haben, war ja sehr deutlich. Mal gucken, ob es hier und heute jetzt wieder so deutlich wird. Ich glaube es fast nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sogar nicht so kommen wird. Wir hätten natürlich sehr gerne weiterhin die Verbindung aufrechterhalten, aber die sitzen jetzt dort, zocken noch ein bisschen für sich. Kakao wird dann noch ein bisschen das Tore-Schießen üben, dass es dann so drauf hat wie früher auf dem Platz. Inklusive seines eigenen Jubels natürlich. Also die seht ihr dann nach wie vor rechts oben im Q2-Stadium in Austin. In der PointsBet Sports Bar, die da ins Stadion integriert ist. Und
Wir sind hier in Stuttgart. Nicht cheaten jetzt hier, komm. Hey, was macht ihr da? Nicht cheaten da, komm. Brauchst du keine Angst haben wegen dem 9-0 jetzt, komm. Die machen da schon Special-Einstellungen hier, du. Bin überhaupt noch ein Bild? Nee, nicht mehr, ne? Wenn du dich ein bisschen nach vorne beugst. Nein, warum? So. Passt. Alles gut. So, können wir starten? Wir können starten. Wir können loslegen. Das wird jetzt schon genau schwierig. Was? So, wenn weg bist du da? Also, Kommunikation ganz wichtig, Zusammenspiel ganz wichtig. Der Mann ist so ehrgeizig. Gut, schön ist auch ein gutes Spiel, ja? Ja, also. Weißt du, was für Farbe bin ich jetzt? Dann geht's los. Warum haben alle 95er-Wertung? Fragt Dejans Pyro Factory. Wir spielen im 95er-Modus. Das bedeutet also, dass alle Spieler das gleiche Level haben. So kann man also auch theoretisch mit dem VfB gegen den aktuellen Weltmeister aus Frankreich spielen. Im 95er-Modus ist alles möglich. Macht die Spieler dann natürlich auch nochmal ein bisschen agiler, ein bisschen schneller. Und vergleichbarer. Bei mir passt schon. Ich hab Hilfe schon. Ich brauch keine. Ich brauch keinen Trainer. Also, dann geht's jetzt los. Niki und Patrick in den weißen Trikots von rechts nach, von links nach rechts in den ersten 45 Minuten. Auf der anderen Seite Sven und Pari, die in Rot und Schwarz von rechts nach links unterwegs sind. Das erste Mal in den Strafraum kommen, aber dann auch recht schnell die Grenzen aufgezeigt bekommen. Wir dürfen sehr gespannt sein, wie diese beiden Teams funktionieren. Dass es bei Sven und Pari gut klappt, das haben wir schon gesehen. Patrick und Niki bisher noch nicht am Controller gewesen. Die ersten 5 Minuten lassen keinerlei Schlüsse zu, wie das hier im weiteren Verlauf sich gestalten könnte. Wo stellt man sowas ein, fragt Tobias. Einfach mal googeln, es ist relativ schwer jetzt zu erklären. Während ihr rechts oben nochmal seht, wie es da in der Sportsbar im Stadion in Austin aussieht, wo es dann bald für den VfB losgeht. Der gerade auf USA-Reise, VfB Goes USA. Das Legends E-Sport Blitzturnier, das wir hier sehen. Kakao schon mit dabei gehabt. Ricardo Osorio ist mit dabei. Die zocken da oben. Rechts in Austin. Die Verbindung hat nicht 100% hingehauen. Nur beim ersten Spiel, beim zweiten Spiel nicht. Deswegen haben wir gleich das Finale vorgezogen. Und da sind wir jetzt. Die erste Viertelstunde ist vorbei. Das Zusammenspiel funktioniert ganz gut. Der erste Außenrissschuss hier von Team Niki und Patrick. Nicht weiter gefährlich. Müller fangt sich ja wie eh und je. Oh, Doppelchance. Oh, uneigennützig. Zu uneigennützig, wie sie es hier lösen wollen. Das ist natürlich bitter. Wie gesagt, links unten seht ihr Stuttgart, rechts oben seht ihr Austin eingebunden. Es ist ein multikontinentaler Stream, den wir hier für euch realisieren beim VfB. Morgen VfB eSports in der Virtual Bundesliga 15:30 gegen die Eintracht aus Frankfurt. Vierter Spieltag ist dann ab 18:30. Da geht es dann gegen die TSG Hoffenheim. Featured Matchday, ziemlich cool, kommt dann auch live im TV. Da dann unsere beiden Spieler wieder mit am Start, Burak und Danny. Burak Mai, Danny Mutic, die dieses Jahr in der Hauptsache für den VfB antreten werden, die Spiele bestreiten werden. Jetzt mal die nächste Chance. Was erzähle ich die erste Chance? Die erste Riesenchance haben sie verstellt. Tobias, wie gesagt, gerne mal googeln, dann ist das ein bisschen einfacher. Open-minded, ja genau, die Virtual Bundesliga kann man live ansehen auf Twitch for free, also da braucht ihr kein Abo oder sonst irgendwas für. Könnt ihr einfach mal googeln, VfB eSports Twitch, dann kommt ihr da direkt auf den Kanal.
könnt unseren Spielern da auch gerne auf den sozialen Medien folgen. Dann werdet ihr da auch immer wieder den Kanal verlinkt bekommen. Unter anderem Niki, der hier heute auch mit am Start ist. Unser Content Creator im VfB-Team, im VfB-E-Sports-Team, der da auch den Profibereich mit dem E-Sports-Bereich verknüpft. Auch ihm gerne mal folgen. TikTok, Instagram, Twitch, überall ist er am Start. Der verlinkt dann auch immer den VfB-E-Sports. Hier steht es noch 0-0 nach einer halben Stunde, die gespielt ist. Größte Chance hatten Niki und Patrick. Sven und Pari sind von ihrem hohen Ross aus dem Halbfinale schon abgestiegen. Also die sind ja auch eher im Kampfmodus unterwegs in dieser ersten halben Stunde. Hatten noch nicht die große Chance. Könnte jetzt kommen, ein bisschen zu durchsichtig. Zwei Pässe zuvor hat man da schon lesen können, was als nächstes kommt. Aber der Versuch war es wert. Viel Platz da für die Flanke. Entscheidet sich für den Pass. Falsche Entscheidung. Hier in den Link. Könnt ihr auch nochmal reingucken. Da seht ihr nochmal die Club Championship. Einzeln aufgefächert. Bekommt da auch nochmal die Spieler vorgestellt. Seht, wo der VfB gerade steht. Gegen wen es als nächstes geht. Wann die Spiele sind. Mittwochabend könnte ich auf jeden Fall schon mal einen Blog an den Termin reinmachen. Da sind nämlich meistens die Spiele des VfB eSports in der Virtual Bundesliga. Virtual Bundesliga, ganz interessantes Konzept. 29 von 36 Clubs aus der ersten und zweiten Liga sind dabei. Duellieren sich dort in zwei Divisionen. Man spielt dann Hin- und Rückspiel gegen alle Mannschaften der eigenen Division. Wenn man da unter die Top 6 kommt, dann ist man weiter in den Playoffs. Spielt dann dort um den deutschen Meistertitel. Unter anderem geht es bald gegen den KSC im Derby. Da freuen sich hier schon alle sehr darauf. Konnte schon mit allen Spielern des VfB eSports sprechen. Das ist auf jeden Fall das Highlight-Game. Hat mir Niki vorhin auch gesteckt, da wollen sie auf jeden Fall zweimal gewinnen. Natürlich im Derby, selbstverständlich. So, Päuschen, 0-0 der Spielstand. Sollte es hier 0-0 ausgehen, dann können wir in die Verlängerung gehen übrigens und ins Elfmeterschießen, wenn es dazu kommt. Aber ganz so weit sind wir noch nicht. Also, geht weiter, Trainer ist noch an. Du kannst ruhig anlassen, wenn du brauchst. Du siehst, was für dich eben brauchst. Ja, für den Trainer, scheiße. VfB 2 übrigens morgen auch im Heimspiel gegen Mainz 2. Also, falls da Interesse besteht, einfach mal gerne vorbeigehen, das Ganze angucken. Dann ist Schippo nicht nur vor der Konsole, sondern auch auf dem Platz, auf dem echten Platz. Yes. Morgen 14 Uhr könnt ihr gerne dabei sein. Die Regionalliga Südwest läuft nämlich während der WM weiter. Und dann lohnt es sich da auch mal, die zweite zu unterstützen, vor Ort zu sein, sich das Ganze mal anzugucken. Salazar fragt, guten Abend, weshalb ist die Kamera gespiegelt? Die Kamera ist nicht gespiegelt. Wir haben zwei verschiedene Kameras, weil wir so viele Protagonisten heute vor der Facecam haben. Vier insgesamt. Deswegen nicht gespiegelt, sondern zwei verschiedene Winkel. Im einen sieht man Schippo noch im Anschnitt. Auf der anderen Seite sieht man Niki noch im Anschnitt. Also ganz wichtig, dass wir da alle vier drauf haben. 10 Minuten rum seit der Pause. Niki und Patrick in den weißen Trikots von rechts nach links in Halbzeit 2. Pari und Schippo in den dunklen, rot-schwarz gestreiften Trikots von links nach rechts. Es geht drum, wer hier das Legendenturnier für sich entscheidet. Legends eSports Blitzturnier im Rahmen der VfB USA-Reise. Huiuiuiuiui. Erster Materialtest fürs Aluminium.
in der Mercedes-Benz Arena. Ist gut, dass ihr nicht alles hört, was hier die E-Sportler von sich geben, die hier und heute am Start sind. Halbe Stunde gleich noch zu gehen. Entscheidungen noch nicht gefallen. Lang gezögert. Vielleicht jetzt mal im Kontor. Lief vorhin hervorragend da bei Chipot und Pari. Gegen Kakao und unseren US-Fan. Klasse Steckball aus der Drehung mit dem Körper nicht 100% hinter dem Ball. Unsere Freunde aus den USA haben sich verabschiedet. Die machen sich jetzt auf in Richtung Spielfeld. Da geht es in der Dreiviertelstunde los gegen den ersten FC Köln. Live zu sehen bei DAZN und Sky. Das Spiel aus Austin in den USA. Also wenn ihr noch ein bisschen auf späte Unterhaltung Lust habt, am späten Samstagabend, schaltet da gerne ein. Auf diesen beiden Plattformen ist es zu sehen. Das ist kein Abseits. Aber da ist so richtig Beton angemischt im Zentrum. Da passiert überhaupt nichts. Das stellen die beiden extrem gut zu. Kaum Kommunikation zwischen den beiden Teams hier. Liebe Grüße zurück, lieber Salazan. 20 Minütchen noch zu gehen. Defensiv beide Teams richtig gut unterwegs. Gerade das Zentrum ist komplett zugeschnürt, geht eigentlich nur über die Flügel und dann ist der Ball so lange unterwegs, bis sie es dann in der Mitte wieder geregelt kriegen. Auch hier richtig gut im Raum gestanden, antizipiert, was kommt, um dann zuzupacken. Nächster Konter. Außenspieler wäre im Abseits gewesen. Viertelstündchen noch zu spielen. Kommando kommt, Ball kommt. Idee zum Abschluss. Nächste Chance. Also die Chancen sehr viel dicker bei Niki und Patrick. Auch in der Vielzahl höher. Und dann ist das vielleicht die Notbremse von Mavropanos. Es gibt auf jeden Fall den Elfmeter. Rote Karte gibt es nicht. Rote Karte gibt es nicht, aber es gibt den Elfmeter. Oh. Der schießt von allein. Das war Fair Play, danke. Fair Play. Ja, zu lange gewartet. Ja. Niklas wartet zu lang und wir gehen der Verlängerung doch nochmal ein Stückchen näher. Würde mich jetzt aber auch nicht stören, muss ich euch ganz ehrlich sagen. So eine Verlängerung hier wäre auch nice. Aber wenn du sie vorne nicht machst, dann kassierst du sie hinten. Der Jubel ist groß bei Sven und Pari. Kleines Tänzchen von Castanaras, 79. So, und jetzt werden die Karten neu gemischt. Jetzt muss sehr viel offensiver gespielt werden da von Niki und Patrick. Die müssen jetzt nochmal was investieren. Die werden sich sowas von in den Controller beißen, wenn die später hier das Ding verlieren, nach den Chancen, die sie hatten. Ich erinnere da gerne an diese Chance in der ersten Halbzeit, wo sie es eigentlich zu zweit allein vor dem Tor stehen und nicht wissen, wer ihn machen soll. Der verschossene Elfmeter noch oben drauf. Gut gelöst. Und dann ist hier die nächste Riesenchance. Sie kriegen den Ball nicht an Müller vorbei. Und jetzt 86. Und dann schick verlängert. Schusschance. Winkel ist da nicht optimal. So, wir gehen in die absolute Crunch-Time in diesem Spiel hier. Wenn wir schon mal VfB Goes USA haben, dann können wir auch mit solchen Begriffen um uns werfen. Das ist nicht das 2-0. Spiel noch nicht vorbei. Spiel noch nicht entschieden.
Aber das hier dürfte einer der letzten Angriffe, wenn nicht sogar die letzte Möglichkeit sein, hier nochmal ein Tor zu schießen. Ah, super aufgepasst da in der Zentralen. Und dann gibt es das Minütchen wahrscheinlich oben drauf, das Obligatorische, so sieht's aus. Sie spielen es runter und dann, oh, ist da nochmal der Ballverlust. Eieiei. Schiri pfeift noch nicht ab, aber jetzt ist das Ding geregelt. 1:0 gewinnen Sven und Pari. Großen Spaß hatten wir hier. Wir schalten mal kurz das Mikro um. Der entscheidend war. Niki, was war das Problem? Warum habt ihr die Murmel nicht reingekriegt? Ich glaube, es waren die Psychospielchen. Komm, Elfe, er hat noch gecallt, ich würde lupfen. Ich glaube, das waren die 5 Sekunden, aber ja, alles gut. Ja, Schippo weiß einfach, wie es geht. Das ist ein alter Hase. Ich glaube, ihr habt noch genug. Da müssen wir dann näher ran. Okay, unser Mikro wird irgendwie nicht. So, jetzt also der Sound hoffentlich ein bisschen optimaler. War gerade wohl leise. Ja, Kugel nicht über die Linie gekriegt. Psychospielchen von Schippo. Vorm Elfer. Er hat hier meinen Schuss geträumt. Ich wollte tatsächlich lupfen. Und ja, dann hat der Computer irgendwann den Ball übers Tor gejagt. Also es war tatsächlich nicht ich, aber... Ja, hat er gut gemacht, hat mich. Er hat verzögert, clever verzögert. Ja. Wie der Torwart auf der Linie weiß, wenn er ein bisschen rauskommt, ein bisschen zurückgeht wieder, hat er gut gemacht. Ja, sehr gut. Ja, es sah so aus, als hättest du das Streichholz in die Taste reingesteckt, dass er ihn dann übers Stadiondach feuert. Ja. Dass sie festklemmt. Ja, wunderbar. Also, das Spiel geht zugunsten von euch aus. Schippo, das ist ein alter Hasentrick, oder? Das machst du im Spiel auch so. Ja, der Trash-Talk ist immer... Ist immer mein Freund beim FIFA-Spielen. Nur beim FIFA-Spielen oder auf dem grünen Rasen? Auf dem Platz bin ich nicht so. Apropos auf dem Platz, ihr spielt morgen gegen Mainz 2, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Wo kann man euch sehen, wenn die Fans noch Bock haben, vorbeizukommen? Wir spielen morgen im Schließstadion, 14 Uhr. Wird ein gutes Spiel, ja. Sehr cool. Also wenn ihr Bock habt auf guten Fußball während der WM, wenn ihr den Fernseher auslassen wollt, dann guckt da gern vorbei. Heute Abend noch Programmhinweis, VfB spielt um 22 Uhr, also in gut 40 Minuten in Austin, Texas gegen den 1. FC Köln. Das auf jeden Fall wird auch eine coole Partie. Und jetzt sprechen wir nochmal mit euch beiden über das VfB Talents Team. Ihr habt euch bis hierhin durchgespielt. Was war es heute für ein Gefühl, mit den beiden Jungs hier zu zocken? Also war schon echt krass. Also man freut sich auf jeden Fall. Und das kann man eigentlich, also wir haben jetzt etwas erreicht, was eigentlich viele Menschen erreichen wollen, mit jemandem hier zu sitzen. Sehr cool. Seid ihr dann auch nächsten Donnerstag wieder dort bei der Klatsch? Auf jeden Fall. Jeden Donnerstag. Also wenn man euch treffen will, kann man auch in die Klatsch kommen und dann gegen euch mal zocken. Dann mal gucken, wie gut man ist, wie weit der Weg noch ist, um hier bei uns live zu zocken. Cool, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, Niklas und Schippo, dass ihr da wart. Hat großen Spaß gemacht mit euch. Und danke natürlich auch an die Jungs in den USA, die da live zugeschaltet waren. Wir drücken natürlich die Daumen für den VfB. Und letzter Programmhinweis jetzt noch morgen 15:30 VfB eSports. Dann gegen die Eintracht aus Frankfurt, dritter Spieltag in der Virtual Bundesliga. Wir sagen ciao, vielen Dank. Winkt noch einmal in die Kamera und dann hören wir uns ganz bald wieder. Morgen 15:30 auf dem VfB eSports Kanal. Bis dahin, ciao, ciao und macht's gut.